Habt ihr schon mal was von Neurotraining gehört? Ich glaube, dass Gehirn und Körper in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten, das wissen wir alle. Aber ich finde es super spannend, jetzt mal zu erfahren, welche Auswirkungen dann wirklich gezielte Übungen auf unseren Körper haben und ob man sich dann wirklich in seinen körperlichen Fähigkeiten ein bisschen verbessern kann, wenn man daran arbeitet. Ich glaube, jeder hat Dysbalancen, also Schwachstellen am Körper, und ich habe auch wirklich massive Schwachstellen und bin immer auf der Suche und am Schauen, was ich noch machen kann, um genau diese Schwachstellen, die mich am Ende einbremsen, zu bekämpfen. Ich glaube, apropos Dysbalancen, da sind Andi und ich, die zwei Abgestürzten, bestimmt gute Beispiele, wo es einiges zu bearbeiten gibt. Und dafür haben wir heute den Peter bei uns. Hi, servus, schön, dass ich da sein darf. Ja, also heute werden wir mal schauen, wie effizient euer Nervensystem agiert sozusagen. Weil die Wahrheit ist, ihr seid euer Nervensystem. Jeder Mensch ist sein Nervensystem. Das ist relativ logisch, dass das Gehirn ein Signal generiert, es über Nervenbahnen nach unten zur Muskulatur schickt, ja, und daraufhin Muskulatur kontrahiert und wieder entspannt. So funktioniert Bewegung ganz einfach. Das Spannende dabei ist, wie macht unser Gehirn das? Und da werden wir gucken, wo sind bei euch besonders die Schwachstellen. Bei dir, Gela, zum Beispiel, nach deinem Sturz, Schleudertrauma wäre untertrieben, hast schon. Bei dir, Andi, genauso, weil das Gleichgewichtssystem bildet quasi einen Rahmen für die gesamte Bewegung und natürlich auch die körperlichen Strukturen dann ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Dysbalancen haben wir alle, auch wenn wir es nicht immer unbedingt wahrhaben wollen. Also legen wir los und gehen mal in unseren Trainingsraum und schauen wir uns das mal genauer an. Der Peter hat mit mir ein paar coole Übungen gemacht, speziell jetzt für mich und mein bisheriges Verletzungsbild, meine Schwächen. Wie reagiert der Körper? Wenn wir schnelle Drehungen machen, muss quasi das Gleichgewichtsorgan dem Hirn ein Signal geben. Alles klar, ich drehe mich nach rechts. Das Gehirn verarbeitet das Signal und schickt wiederum quasi ein Signal nach unten, Muskulatur aktiviert. Sozusagen, dass du nicht umfällst. Ja. Und wenn ich sehe, dass du bei der Kopfdrehung schwankst, heißt das für mich, da ist was nicht in Ordnung im Gleichgewichtssystem, weil die Muskulatur nicht so reagiert, wie sie reagieren sollte. Und wir haben vor allem an der Sinneswahrnehmung gearbeitet, am Gleichgewichtssinn, auch ja hier mit den Augen einfach viel gemacht, weil die Augen ganz, ganz interessant sind. Und es war schon spannend zu sehen, was dann einfach passiert, wenn man da einfach mal ein bisschen übt, überhaupt zu sehen, wo auch die Schwächen liegen. Was heißt es dann? Muss ich die Übungen jetzt, muss ich das öfter machen oder was bringt mir das dann? Und wo kann ich mich verbessern? Einerseits kann man die Übung natürlich oft machen, bis es besser wird, aber wir können auch ein paar neurologische Kniffe finden, die es vielleicht ein bisschen beschleunigen, das Ganze. Ja, ich habe es eigentlich erfahren dürfen, was mit Neurotraining noch so möglich ist. Neurotraining ist, glaube ich, so der Schlüssel, wie man seine brutalen Schwächen oder auch Einschränkungen, wie jetzt Bewegungseinschränkungen, verbessern kann. Also es geht ja eigentlich um die Nerven, ums Nervensystem, ums Gehirn, wie du Sachen wahrnimmst und siehst, wie aber auch dein Hirn Sachen an deinem Körper ansteuert. Und das kannst du eigentlich ganz gut damit manipulieren und trainieren. Und das ist echt interessant. Zum Beispiel können wir deine Halswirbelsäule stimulieren, dass du einfach besser fühlst, was du machst. Ja, wir können den Stress von den Augen ein bisschen nehmen, indem wir schöne bunte Brillen aufziehen, das werden wir gleich machen. Oder wir werden noch einen übergeordneten Teil deines Gleichgewichtssystems aktivieren. Und jetzt machst du mal bitte langsam diesmal nach links oben die Bewegung. Super. Aber es ist echt nicht ganz easy. Also es ist für mich echt anstrengend, so mit den Augen zu arbeiten, wenn man das sonst nicht so macht. Okay. Ein bisschen blöd kommt man sich halt schon vor. Also man arbeitet sonst eigentlich nicht wirklich so mit seinem Gleichgewichtssinn und mit seiner Sinneswahrnehmung so viel mit den Augen. Ich fand das wahnsinnig anstrengend am Anfang und das wurde wirklich dann schon besser. Wenn jetzt die Zuschauer zu Hause dich nicht mit vor Ort haben, kann man das trotzdem auch alleine trainieren, üben? Natürlich ist es besser, wenn vielleicht mal jemand dabei ist und sagt, du, ja, treffe ich die Richtung ganz genau. Ich glaube, das kann ein Laie auch ganz gut machen. Der kann auch beurteilen, geht der Kopf richtig rechts runter oder nicht. Und wenn ich jetzt da vorher Defizite habe, die Übung mache und dann besser dastehe, also hilft mir alleine diese Übung, mich zu verbessern? Ganz genau. Ja, weil die Wahrheit ist, dein Gleichgewichtssystem ist eigentlich so ziemlich das wichtigste System
überhaupt, wie vorhin schon mal gesagt, es bildet den Rahmen für die gesamte Bewegung, für die gesamte muskuläre Aktivierung. Ja? Und wenn dein Gleichgewichtssinn besser agiert, können deine Muskeln besser agieren. Ich glaube, das ist für jedermann, für jeden interessant und einfach eine andere Möglichkeit, nochmal an einer anderen Stellschraube an seiner Performance zu arbeiten. Ich sag mal so, wir fahren ja bei unserem Sport in der Natur Trails, wir springen über Sprünge, wir fahren gerade beim Single Trails fahren oder auch in Bikeparks Sachen mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten runter, wirklich Strecken, die sehr grob sind, wo Hindernisse einerseits von unten kommen, ja, also von unten in unser Bild reinkommen, in das Sichtfeld der Augen, von den Seiten, aber auch von oben. Also wir haben eigentlich eine Wahnsinnsanforderung an unser Blickfeld, an unser Nervensystem, das wir eigentlich nur beim Biken trainieren und sonst auch nicht trainieren können. Und da haben wir zum Beispiel beim Neurotraining eine Möglichkeit, das Ganze echt zu trainieren. Und ich bin mir sicher, dass das beim Trailsfahren und beim Mountainbiken sich sehr bemerkbar macht. Also man kommt sich anfangs ja schon mal ein bisschen komisch vor, wenn man hier immer diesen macht. Aber wenn man dann merkt, es passiert dann irgendwie was, dann lässt man sich drauf ein und das ist cool. Das gleiche Thema habe ich jetzt speziell mit Verletzungen. Ja? Also ich habe meinen rechten Fuß, mein Sprunggelenk, da habe ich einfach auf den Punkt gebracht, Bewegungseinschränkungen. Ich habe bestimmte Bewegungen, die nicht mehr so gehen, wie wenn der Fuß gesund wäre. Das ist eben, um es mal an der Hand zu zeigen, dieses Links-Rechts, aber auch wirklich das hier diese Sprunggelenksbeugung, sage ich mal, die halt nicht mehr so geht, wie es gehen sollte. Und auch hier habe ich mit dem Neurotraining tatsächlich geschafft, mit speziellen Übungen, diese Bewegung von der Gradzahl, sage ich mal, die möglich ist, massiv zu erweitern. Es ist, die Bewegung ist einfach meine Hassbewegung. Also ich bin da mega eingeschränkt durch meine Verletzung und kann die nicht mehr so machen. Und da ist es für mich mega anstrengend, auch vom Kopf das anzusteuern und wirklich jetzt punktuell in die Bewegung reinzugehen, die für mich eigentlich unangenehm ist. Aber mega gut. Und es knackt dann auch im Fuß und tut und es lösen sich, glaube ich, Sachen. Ich bin jetzt, glaube ich, echt so gefühlt 2 Zentimeter. Also für mich fühlt es sich wie eine Welt an, so ungefähr. Aber es sind halt 2 Zentimeter, die ich weiter vorkomme, die ich mehr Bewegung im Sprunggelenk habe. Und echt mega heftig. Und ich bin gespannt, ob das, es wird wieder weniger werden wahrscheinlich, aber akut ist das natürlich ein mega Effekt. Also es fühlt sich tatsächlich freier an. Im Gegensatz zum ganz am Anfang, wo ich es probiert habe, komme ich jetzt gefühlt weiter. Und vor allem habe ich nicht dieses Gefühl, dass es wirklich so am Schluss blockiert und zumacht. Also zusammengefasst gesagt, es geht hier nicht ums Dehnen oder um irgendwelche körperlichen Übungen. Es geht wirklich um Übungen, die euer Nervensystem, also euer Gehirn trainieren. Diese ganzen Berührungen an bestimmten Körperstellen oder auch diese Blickfeldübungen mit den Augen springen und solche Sachen. Das wird abgespeichert und umso öfter man es wiederholt, umso besser wird es abgespeichert. Und das Ziel ist natürlich, das Ganze zu automatisieren. Das ist wie ein Vorgang, wie wenn ihr einen neuen Trick am Bike lernt. Ihr macht den so lange, bis er drinnen ist und bis man ohne Nachdenken das Ganze machen kann. Und so ist natürlich auch das Ziel vom Neurotraining. Wenn du da dran bist und wirklich das immer wieder wiederholst, dann schaffst du es auch, dass dein Körper es abspeichert, zum Beispiel mehr Bewegung in dein kaputtes Sprunggelenk zu bringen. Und das ist schon, finde ich, geil, wenn man das weiß, weil es einfach eine ganz neue Herangehensweise ist. Ich glaube so an das finale Stadion einer Reha auch. Da haut es mich gleich um. Genau. Das ist ja krass. Wenn man eigentlich meint, jetzt ist das Ende und dann kannst du aber mit diesem Vorgehen nochmal das letzte bisschen rausholen. Was bringt es mir speziell für meinen Sport? Ich bin ja immer viel in den Bergen unterwegs und da ist auch oft mal Reaktionsfähigkeit gefordert, auch zum Beispiel jetzt in einer Skitourenabfahrt. Und da kann ich einfach durch eine schnellere Kopplung von meinen Sinneswahrnehmungen, von meinem Gleichgewichtssinn am Ende besser, schneller unterwegs sein und sicherer unterwegs sein. Spannend, kann ich nur empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen und mit dem Profi wie dem Peter einfach mal einen speziellen, individuellen Plan auszuarbeiten. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass da wirklich jeder einen ganz individuellen Plan bekommen kann und dadurch einfach besser werden kann. Und am Ende hat man dann mehr Spaß und lernt seinen Körper nochmal neu kennen.